Yes, Sir, das war der Dank. Holy shit, kriegen wir davon bitte ein Replay. Was geht ab, Freunde? Überraschenderweise noch ein zweites Video heute hier am Sonntag, denn wir hatten gestern Nacht eine 40-Punkte-Triple-Double-Performance von Joel Embiid, der nach wie vor in einer absoluten MVP-Saison spielt und jetzt auch noch James Harden dazu bekommt. Also die Sixers werden sehr, sehr interessant und gerade dieses Gespann Embiid mit Harden ist wirklich sehr, sehr selten, dass du einen wahnsinnig dominanten MVP-Bigman hast und gleichzeitig einen der besten Playmaker und Scorer aller Zeiten in der gleichen Mannschaft. Jetzt in diesem Game sind sie natürlich noch nicht zusammen. James Harden ist gerade erst in Philly angekommen, aber wir haben, wie gesagt, Joel mit einem 40-Punkte-Triple-Double. Ich glaube 40, 10 und 15. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall eine krasse Deadline und das vor allem gegen die Cavs. Und ich weiß, dass es einen sehr, sehr sicken Dank über Jared Allen geben soll. Den habe ich aber bisher noch nicht gesehen. Boah, diese Pässe funktionieren einfach so gut. Genauso wie bei Giannis. Wenn du einfach so einen dominanten Bigman hast, der nicht 1 gegen 1 zu verteidigen ist, dann muss ja irgendwann mit der Zeit das Doppel kommen. Und wenn das Doppel kommt und der Bigman dann die Fähigkeiten besitzt, den Pass zu seinen Cuttern oder zu seinen Shootern zu spielen, ja, dann ist halt Game Over. Und das machen Joel und Giannis in dieser Saison einfach so gut. Also es war jetzt zweimal der gleiche Cut hier von Fireball. Und Jared Allen ist halt so ein guter Verteidiger, deswegen bin ich echt positiv beeindruckt, dass Joel hier so krass auspackt. Das muss echt Bock machen, den Jungen live zu sehen. Und genau, Evan Mobley haben die auch noch einen super Verteidiger. Also ich weiß gar nicht, wie Embiid es gemacht hat, gegen so einen krassen Frontcourt 40 zu scoren. So, hier seht ihr, das war genau das, was ich gerade beschrieben habe. Evan Mobley kommt hier für die Hilfe. Die ganze Zone ist mehr oder weniger auf Embiid fokussiert. Embiid hat den Blick oben, wird hier gedoppelt kurz. So, jetzt kommt Fireball reingecuttet. Dadurch kollabiert hier die ganze Verteidigung der Cavs. Alle schauen auf den Cutter. Und jetzt hat Joel aber, und das meine ich mit, man muss auch die Fähigkeiten haben, nicht nur das Auge, sondern auch die Fähigkeiten, den Ball dorthin zu bekommen. Jetzt hat Joel hier die Fähigkeit, den Ball hier raus auf den Shooter, auf Danny Green zu kriegen. Und dann sind die Cavs natürlich, also Darius Garland bald sogar noch schnell dabei, aber er war halt out of balance. Es ist schon beeindruckend, wie gut er passen kann mittlerweile. 3 für 3 von der Dreierlinie auch. Aber das Team wird echt spannend, wenn sie Ding noch dazu bekommen. Ist das der Dank? Yes, Sir, das war der Dank. Holy shit, kriegen wir davon bitte ein Replay? Ja, wir haben gleich ein Replay. Wow. Ey, wie bitter nach dem Freiwurf. Digga. Uff. Aber ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich respektiere die Shotblocker, die trotzdem hochgehen, auch wenn sie in einer nachteiligen Position sind. Deswegen findest du natürlich immer krasse Poster über Jared Allen oder über Giannis oder über Rudy Gobert. Das sind Jungs, die da einfach immer mit hochgehen, selbst wenn sie eben den Nachteil in dem Moment haben vom Momentum und eigentlich wissen, dass die Chance gegen Null geht, dass sie den Dank irgendwie noch blocken. Und Jared Allen steht halt hier unterm Korb. So, und Joel kommt mit vollem Momentum auf ihn zu, kann den Anlauf nehmen mit einem Schritt. Aber das war schon ein mieser Dank, ey. Nächste Woche spielen die Sixers gegen die Bucks. Das muss ich auf jeden Fall sehen, Mann. Weil da haben wir dann die zwei dominantesten Bigs der vergangenen, weiß ich nicht wie viele Jahre, gegeneinander, beide in MVP-Form, beide gesund, beide mit einem starken Team. Also das wird verdammt nice nächste Woche. Warte, wie waren hier seine Stats? Ja, 30, 11 und 9. Also er hatte 30, 15 und 9, glaube ich, am Ende. Digga. Nee, sorry, ich habe 30 gesagt. Ne? Ich meinte 40, my bad. So, Philly scheint das Ding hier auch easy zu gewinnen. Oh, gut, das Stil von Fireball. Fireball, so ein überragender Verteidiger. Oh! Hat er gerade echt diesen Move ausgepackt? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er heißt, aber den haben normalerweise Guards im Package. Und den machst du normalerweise auch nur auf dem Streetball-Court, dass du halt dribbelst und dann einmal so machst. Dadurch quasi suggerierst, du spielst den Ball nach vorne, aber eigentlich klappst du ganz am Ende nochmal das Handgelenk ab. Der Ball geht gerade runter, aber der Typ, der vor dir steht, denkt halt, du spielst den Ball irgendwie in sein Gesicht oder pusht den Ball nach vorne mit einem Pass. Hat Joel den gerade ausgepackt im Fastbreak? So, also hier nochmal. So, habt ihr gesehen? Alter. Alter, krass. Joel ist so witzig, Mann.
Okay, krass. Genau deswegen habe ich dieses Video jetzt noch gemacht, weil ich wusste, dass mich die Performance abholen würde und euch hat es vielleicht auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe es gerade schon alles gesagt. Joel, absolute MVP-Form. Bin gespannt, wie jetzt der Fit klappt mit Harden, ob Harden direkt gesund ist und ob er dieses typische, ich wurde zu einem neuen Team getradet, deswegen bin ich jetzt super frisch und energetisch. Ob er jetzt in diesem Modus zurückkommt oder ob er erstmal ein bisschen chillt, ein bisschen langsam macht, wirklich vielleicht noch eine Verletzung oder irgendwas Körperliches auskuriert. Das werden wir sehen, aber das gespannt Joel Embiid mit James Harden ist wirklich eins der interessantesten der vergangenen Jahre und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die beiden es hinbekommen werden auf dem Court. Und nochmal der Hinweis, ich glaube von Donnerstag auf Freitag ist es die Bucks gegen die Sixers, das Big Man Duell, Giannis gegen Embiid, das wird sick. Genauso wie hoffentlich euer Sonntag. Ich wünsche euch nämlich einen schönen Sonntag, ein schönes Restwochenende. Ich bin jetzt raus, Leute, haut rein. Peace.